Also ganz. Why, warte. Wir können aber gegen suppressen. Okay, den Flaschen. Das. Haha, Taktik und so. Hier, du gehst. Warte. Wir Soul feiern den einfach. Ja, das glaube ich besser. Dann ist der Overwatch weg und du kannst dich hier hinstellen, den flankieren und töten. Jo, 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 jo. Schöne Kombo. Du. Da, volle Deckung, schwere Waffe in die Seite reinbrezeln. Bitte schön, danke schön. Alle Gegner eliminiert. Reinforcements sind erst gelb. Das Ding hat fast keine HP mehr. So muss das. Sniper können wir auch noch, ne? Ja. Sniper finished. So, rot. Dann. Oh, wir müssen hier nur noch einsacken. Ja, dann sprint mal dahin, sackt die nächste Runde ein und dann Huckepack mit dem hoch. Die anderen rücken so vor, dass sie noch schießen können, falls irgendwas in der Nähe runterkommt. Oder laden nach. Ja, Sniper-Lip geht hier in Overwatch. Das sollte reichen. So, wo kommt die runter? Scheinbar wieder dieselbe Stelle. Mit mehr Soldaten. Abgestaubt. Ich glaube, keiner von den Gegnern Overwatch. War kein Overwatch, ne? Du hast kein Overwatch, du hast kein Overwatch. Gut, dann jetzt keinen Fehler machen. Ah. Der ist nicht da. Für den Anzeigefehler, wo der liegt. Okay, dann töten wir ja einfach wieder mal. Ja. Hi. Eigentlich wollten wir ja gehen, ne? Aber wir können leider unseren Kumpel nicht auf dem Boden sehen, also muss er sterben. Irgendwie rein. Oh, du kannst da running gun. Die Zivilisten immer noch da blockieren. Alle Sympathisanten. So, wo ist der andere? Da, nur noch 2 HP. Du hast dein Psi-Ding. Dann geh mal in Deckung und mach dein Seeding. Und jetzt haben wir keine Gegner, grüne Reinforcements und haben das Ziel erfüllt. Ich denke, jetzt sollte nichts mehr schief gehen können. Hm? Mal schauen. Du kannst schon mal weg. Ja, wobei, das sollten wir eigentlich nicht machen, ne? Sollten eigentlich runtergehen, gucken, dass jetzt auch wirklich alles funktioniert. Wobei, das ganze Ziel machen wir mal eine Runde jetzt.
weg. Richtig, richtig. Eine Runde warten. Escape. Du guck jetzt mal, wo du dich hinstellen musst, um da aufheben zu können. Hier geht. Okay. Carry Unit. Carry Unit. Da lang, nächste Runde kannst du weg. Zivilisten machen endlich Platz. Schreien wild rum, ist okay. On the move. What's over there? Du fliegst darüber. X. Verstärkungen sind rot, aber wir sind umständlicherweise am Hochklettern. Und alles safe. Good to go. Vorbei, 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 vorbei. Continue. So, Beförderung. Alle angeschlagen. Hier, Beförderung. Du bist Badabum. Mehr Badabum. Knockout muss ich gleich noch umbenennen. Behold the War Queen. Wie sie geschlängelt wird. Gut, wenn sie das möchte. Hier. Noch mehr Förderung. Sehr gut. Ati. Ati ist. Overwatch. Deckung zerstören. Schreddern. Größere Area Suppression. Feuere 3 Schüsse auf einem Gegner mit einer einzigen Attacke. Verwendet beide Aktionen. Und alle Schüsse haben Abzüge, hatten 2 Runden Cooldown. Aber 3 Schüsse auf einen Gegner, das ist richtig heftig. Oder kritische Hits bei Overwatch. Nee. Hier Mega Burst. Du bist aufgestuft, das müssen wir immer wieder ausbaldowern in dem anderen Ding. Oder? Was soll ich hier klicken? Ja, gut. Das muss also stehen bleiben. Continue. Continue. Knockout war das, ne? Squadman. Ne, nicht Squadmanagement. View Soldiers. Also, Knockout da. Ich glaube, wir hatten noch Raketo Q. Nickname. Oh, so. Mist. Ich glaube, so. Ja, müsste ich nach dem Video nochmal gucken. Nehmen wir erstmal so Raketo Q. Go, go. Zurück. 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 Ich glaube, einen Namen haben wir auch gerade noch frei. Da haben wir einen Platzhalter. Also ruhig in diesem Video nochmal posten. Und dann da. Seelenraub. Soulfire transferiert den Schaden zurück zu dem Psi-Operator. Heilt und gibt ablative HP für 3 Runden. Ui. Also damit können die Psioniker sich selber wieder hochheilen. Das klingt mächtig. Oder halt hier, ne? Übernahme wegmachen, ist auch gut. Oder der Psioniker selber gegen Feuer, Gift, Säure und Explosive immun. Das sollten eigentlich alle haben, oder? Also im Endgame.
Ja, das aber auch. Ja, mach das. Ich glaube, man kann Spieler so gut wie alle Perks haben. So, sind beide drin. Dann die Forschung tickt noch durch. Was stand noch so alles an? Wir waren jetzt so in einer kleinen Zeitschleife drin für eine Weile. Da laufen noch zwei Sachen, die sind gerade mal zur Hälfte durch. Wir haben nicht so viel Geld. Wir haben Solala Intel. Und wir sollten schneller Avenger heilen. plotting new course. Ja. Okay, New Brazil sind jetzt wieder aktiv, was Supply angeht. Setting course for the Brazilian corridor. Nein, ich wollte nur das Camp anklicken, nicht dahin fliegen. Das heißt, die können wieder auf Supply umschwingen. Und vielleicht noch rekrutieren. Und ein Haven Master wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann mach mal. Ah, die Forscher würde ich schon ganz gerne behalten. Ich glaube, ich schicke einen von unseren Lower Ranks hier rein. Da, Kim, GZ. So, da, nee, 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 I have nee, made a number of interesting discoveries, Commander. Even my own intellectual curiosity. Chitin plating und Flashette rounds. Gut. Really Bonus Damage gegen Gegner ohne Rüstung. Also wie den Berserker zum Beispiel. Wir denken, wir können diese Materialien von ihren Exoskeletten nutzen, um die stärkstmögliche Plattenrüstung für unsere Truppen zu bauen. Das klingt gut. Render, 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 disassemble. Wir haben gerade Large Amount of Intel. Ja, wir haben gerade nichts, was wir wirklich angehen können, weil die Supplies fehlen. Nee, dann mach ruhig dieses tolle Datapetter. Oh, wir wollten eigentlich auch noch ein paar von den Kernen da zerlegen, oder? Hatten wir das schon. Müsste man doch Commander? Hier sehen. Inventory. Ja, hier sollte man es irgendwo sehen können. Illyrium Core. 6 Stück. Ja, die brauchen wir aber auch direkt. Ich glaube, das hat Giruvea ja schon mal gemacht. Tell me something, Doctor. Must have been pretty cushy working with Advent, living in the colonies. So why the sudden change of heart? Like most people, bye, 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 bye. You should have known better. The aliens would never have come here if they wanted peace. As I said, it was a mistake. One I hope to atone for through my efforts with XCOM. Then I'd say you've got your work cut out for you. Eine neue Mission. 4 Tage und es gibt Rekruten. Ich bin momentan vorsichtig, jetzt wo diese Elite-Mutons auftauchen und ähnliches. Da würde ich eigentlich gerne die Anzahl an Missionen, die wir machen, ein wenig reduzieren und eher unsere Elite-Leute losschicken. Weil wir haben jetzt schon 2 Missionen aktiv. Gucken wir mal hier. Das braucht noch. Du bei 15 brauchst auch noch. Yeah. Wen könnten wir denn hinschicken? Also ich starte nur eine Mission, weil wir wirklich gut ausgerüstete, hochrangige Leute schicken können. Clear Squad. Also wir haben ein Tag. Ja, die wären okay. Was sagt die Ausrüstung? Oh, Race Suit. Das sieht schon mal okay aus.
Wir haben leider kein anderes SMG, aber du machst das meist hier eben mit dem Schwert. Wir haben auch noch kein besseres Schwert für dich, ne? Nein. Ja, das ist schon mal okay. Was ist mit den anderen regulären Truppen? Du hast so eine Rüstung, haben wir noch. Wir haben noch 6 Predator Suits. Also ja, die können wir ausrüsten. Ich denke, dann ist es okay. Entsprechend jetzt noch Flammenwerfer. In einer guten Rüstung. Mit einem Lasergewehr. Warte mal, die Shotgun war doch das schnelle Teil, oder? Warum hast du das denn nicht? Ein bessere Gauntlet? Auch nicht. Madpack. Wir brauchen auf jeden Fall gleich noch einmal einen Skulljack. Ich glaube, das geben wir sogar unserem Typi hier. Medkit. Ach, du kannst ihn gar nicht ausrüsten. Skulljack. Nö. Hast sehr eingeschränkte Auswahl, was du mitnehmen kannst. Shotgun da. Haben wir übrigens Soul Art? Ah ja, hier, Starfarer. Sehr gut. Du hast ihn so. Ah, perfekt ausgerüstet. Sehr gut. Shotgun. Da kannst du einen Scatter Ray nehmen stattdessen. Sind bei 10 bis 12 Gegnern, das gefällt mir nicht, aber wir boosten dann einfach und nehmen noch mehr Leute mit. Noch ein Tag. Armor, yo. Waffe. Ich würde unserem Raketenwerfer eine gute Waffe geben. Uns fehlen ein paar Lasergewehre gerade. Immer noch 7 bis 9. Noch ein Assault? Noch ein Assault. Ist eine ungewöhnliche Kombo mit dem Mackgewehr, aber. Glaub. Naja, nee. Geh raus. X dich mal weg, wir nehmen einen anderen mit. Im letzten Slot hier. Zum. Beispiel unseren unbenannten Specialist. Die ganz schön grumpig ausschaut. Wahrscheinlich, weil sie noch keinen Namen hat. Hier, dafür kriegst du einen Mag-Rifle. Tolles neues Spielzeug. Ist doch super. So. Sind wir dann? Oh ne, sind wir schon übercapped. Das ist unschön. Die wieder raus. 7 bis 9. Okay, also 5 richtig gut, halbwegs gut ausgerüstete Leute. Hoher Rang, das sollte passen. Sofort boosten, wenn wir drin sind. Starten. Und boosten, dass wir es nicht vergessen. 28 Einheiten. Ja, nee. Und wieder hier zurück. Jetzt nehmen wir keine neue Mission aus, das muss unbedingt sein, aber dann brechen wir wahrscheinlich vorher eine von denen ab. Um die guten Soldaten zu haben. Oh. 88 Supplies. Sehr gut. Oh, eine Förderung. So, wir könnten einen neuen Reaper rekrutieren, das dauert viel zu lange. Wir können Leichen sammeln. Wir können nicht scrollen mit dem Mausrad gerade. Mobility plus 1. Da sagt doch unser Assault hier nicht nein. Jo. Sehr schön. Wir haben noch einen, der jetzt gerade aufgestiegen ist durch die Cover Opter. Aber wir haben keinen Platz hier. Ne. Das heißt, kurz Zeit voranlaufen lassen. Nein.
Large number of Advent troopers present under Advent only leader. Nein. Sorry, Camp. Du bist weg. Wir müssen global objektiv denken. Du bist unwichtig. Psy-Training ist fertig. Gut. Dann haben wir jetzt ja Platz für Maximilian Kohler. Der. Oh, die Free Action. Ja. Komm. Es gibt so viele tolle Psy-Sachen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir am Ende richtig hohe Psioniker haben und der halbe Trupp daraus besteht und die alle in Power Armor rumlaufen überhaupt. Zukunft der Menschheit. Go, go. Okay, der Bart nicht unbedingt. Trotzdem, go, go. Ja, dann Cash als nächstes. Nochmal Psy-Training. 31 Intel. Battlesuits. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich trippel gerade meine Fingerspitzen aufeinander. Ja, definitiv Battlesuit kriegen wir ein kostenlos. Und dann geht es nur darum, möglichst viele von diesen verfiebten Battlesuits zu bauen, damit jeder damit rumlaufen kann. Du bist durch, jetzt haben wir keinen mehr, ne? Nee, okay. Ja. 12. 12 gefällt mir nicht. Was haben wir da? Shock Trooper, Advent Shieldbearer, Surveillance Drone, Advanced Purifier und Elite Priest. Und die doofen Schlangen. Nee, Boost Infiltration. Und es sind immer noch 12. Wir müssen eigentlich nur abhauen, ne? Ja, eigentlich. Ich hätte es nicht boosten sollen. Also ich könnte es einfach abbrechen. Na, wir können es versuchen, nur wenn wir merken, dass es wirklich zu hart wird, müssen wir abhauen. Vor allem, das wird sehr schnell. Es sind schon 12 Einheiten auf der Karte. Gerade auch recht unangenehme Einheiten. Plus dann noch Verstärkung. Wir nehmen es einfach an, weil wir sehen, dass die Einheiten auf dem Boden nicht gut genug ausgerüstet sind. Oh, könnte ich einfach hier oben? Okay, du hast einen Spider-Suit. Ein Lasergewehr und Halbwegsrüstung. Kein Lasergewehr und Halbwegsrüstung. Kein Lasergewehr und Halbwegsrüstung. Ich bin nicht sehr motiviert. Kein Lasergewehr, Halbwegsrüstung. Wir machen keinen Schaden. Und Psionika, der sehr gut drauf ist, aber auch kein Lasergewehr hat und nur eine Halbwegsrüstung. Schaden wird hinten und vorne nicht reichen. Okay, die Granaten werden es rausreichen, aber herausreißen, aber. Okay, wir gehen rein. Launch, aber eventuell schmeißen. Also, wir schmeißen gleich am Anfang so einen Evac. Wir können keinen Evac-Punkt schmeißen, ne? Wir orientieren uns gleich am Anfang in Richtung Evac-Point und gucken, wie denn so fein Kontakt ist, ob wir durchkommen oder nicht. Und eventuell lassen wir dann das Missionsziel zurück und hauen einfach so ab, damit wir keine Soldaten verlieren. Aber wir müssen gar nicht irgendwo einbrechen, wir müssen nur den Typen dran. Das geht definitiv. Ich dachte, wir müssen ihn erst aus dem Gefängnis rausholen. Nee, okay. Das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. Gut. Ah, Ash ist trotzdem concealed. Die kann gucken gehen. Begebe mich zu dieser Position. Feindliche Ziele in Sicht. Haben dich aber noch nicht gesehen.
Und jetzt wurden sie aber auch wieder ausgeblendet. Das ist unpraktisch. Nee, nicht dahin hocken. Du solltest eigentlich eher weggehen. Position bestätigt. Kannst du sie jetzt wieder sehen? Zwei davon. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo ungefähr die gelben Ausrufezeichen sind, damit wir da nicht auftatschen.